Herzlich willkommen bei Easy Sports Graphics Fußball in 2 Minuten. Wenn Sie das Programm gestartet haben, befinden Sie sich hier im Organizer. Hier finden Sie die Dateioperationen, wie vor allen Dingen das Speichern, und den Wechsel in die einzelnen Editoren. Ich wechsle mal zu den Herren und suche mir auch gleich eins der Felder aus. Ich nehme das hier, einfach draufklicken, fertig. Ich brauche jetzt 3 Hütchen, um ein Feld abzustecken. Tools befinden sich hier in diesen beiden Toolboxen, draufklicken und dann per Drag und Drop auf die Arbeitsfläche ziehen. 1, 2, 3. Ich möchte jetzt Laufwege kennzeichnen, und zwar sollen meine Spieler von hier nach hier laufen. Die finde ich bei den Aktionen, und ich nehme hier diesen Lauffall und einfach hier ziehen, um den zu verlängern. Und noch ein, da ziehe ich hier am Ende und ich ziehe an der Spitze, um den zu drehen. Und dann noch einen letzten Lauffall, der meine Spieler wieder an den Anfang zurückführt. Hier ziehe ich noch ein bisschen und ziehe hier mal in der Mitte, um einen Bogen herzustellen. Ich möchte, dass meine Spieler über Hürden laufen. Hier sind sie nicht. Hürden sind hier. Und zwar ziehe ich die dann wieder hier raus und per Drag und Drop ziehe ich die mir an die richtigen Positionen. Jetzt brauche ich natürlich noch Spieler, und zwar finde ich einen Spieler, den ich brauche, hier unten in dieser Toolbox. Dem gebe ich ein rotes Trikot und dann hole ich mir noch einen Läufer, und zwar einen, der schnell läuft. Dann nehme ich diesen hier und dem gebe ich eine blaue Hose und den mache ich meine Nummer größer, indem ich hier unten draufklicke und kleiner, indem ich hier draufklicke. Dann stelle ich mir hier noch 1, 2 Spieler an den Start und noch einen Trainer. Ach na, das ist der falsche Trainer. Ich nehme diesen Trainer und hole mir ein Texttool, reinklicken, schreiben, fertig. Fertig ist die Übung zur Verbesserung der Lauf- und Sprungkoordination. Das Programm kann natürlich noch mehr, und zwar können Sie die komplette Arbeitsfläche löschen, Sie können ausdrucken, hervorragende Druckqualität, ein Beispiel dafür finden Sie auf unserer Internetseite, und Sie können exportieren als JPEG, um die Bilder im Internet zu veröffentlichen. Das Programm reicht auch für den Buchdruck, und hier unten haben wir noch die Hilfslinien. Und hier wechseln Sie wieder zurück in den Organizer, um das Programm zu speichern. Dateiname eingeben, eine Übung, Umlaute sind nicht gut. Und auf die Diskette klicken zum Speichern. Das können Sie auch, oder?